Der aktuell mit Abstand am meist verbreitete Community-Wunsch wird endlich nächste Woche vorgestellt und es gibt schon wieder interessante Mini-Infos aus den Jobbeschreibungen für die Sims 5. Beginnen wir zuerst mit einem weiteren spannenden Feature, welches in einer weiteren Jobbeschreibung für den nächsten Sims-Teil auf der offiziellen EA-Seite geteilt wurde. Hier wird wieder fleißig nach neuen Mitarbeitern gesucht, so jetzt auch ein Senior Narrative Designer. Dieser muss für ein neues Sims-Spiel die erzählerische Vision definieren und umsetzen können, sowie mit dem Benutzeroberflächenteam erzählungstechnische Inhalte und Entscheidungen entwickeln. Auch muss der neue Mitarbeiter viele Erfahrungen mit dem Schreiben von fiktionalen Geschichten und interaktiven Inhalten mitbringen. Diese wirklich spezifische Jobbeschreibung lässt durchaus darauf schließen, dass im nächsten Sims-Teil mehr Fokus auf schon bereits vorgefertigte Geschichten der Entwickler gelegt werden könnte. Ein interessanter Ansatz, da wir ja in vorigen Sims-Teilen immer unsere eigenen Geschichten erzählt haben und mit dem nächsten Teil eventuell mehr bereits vorhandene Stories mit den Sims erleben könnten. Vielleicht bekommen wir ja einen bereits vordefinierten Story-Modus oder unsere Sims können Teile einer spannenden Geschichte erleben. Natürlich wissen wir weiterhin extrem wenig über den nächsten Teil, weshalb wir in die Jobbeschreibung nicht zu viel hineininterpretieren sollten. Diese zeichnen aber immer ganz gut ab, was für Ideen die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt haben und auch, was wir theoretisch im nächsten Teil sehen könnten. Weiter wurde ebenfalls zwei kleinere Daten zu den neuen Hochbetten geteilt. Am 22. März, also in gut einer Woche, werden wir noch ein paar mehr detaillierte Infos zu den kommenden Hochbetten erhalten, die dann einen Tag später, am 23. März, in einem neuen Gratis-Update veröffentlicht werden. Ich bin extrem gespannt, ob die Entwickler hier ebenfalls noch ein paar kleine Mini-Überraschungen im Schlepptau haben. Als letzte kleine News wollen die Entwickler derzeit unser Feedback zu den neuen Sets für die Sims 4 wissen, welches ihr derzeit über das Spiele-Hauptmenü dalassen könnt. Den Link zur Umfrage findet ihr wie immer in der Beschreibung. Es ist ebenfalls immer wichtig, den Entwicklern bei den Inhalten Feedback zu geben. Was genau habt ihr für Anforderungen für die Hochbetten in die Sims 4? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.